Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Die Sims 4 Rags to Riches mit Paris und Niki, die hier einfach ums Verrecken nicht schlafen wollen. Okay, Mädels, vielleicht ist hier auch einfach zu viel Traffic. Vielleicht ist hier einfach zu viel los. Wollen wir mal hier, guck mal. Ach ne, das ist der doofe Welpenpark. Da ist, glaube ich, sonst nichts, ne? Gnauf, Gnauf, Gnauf. Okay. Hier nicht. Da hatten wir ja Futter, ne? Das war ja gar nicht mal so schlecht. Warte mal, in Windenburg. In Windenburg haben wir da einen Park. Da waren die Klippen. Das ist schön, das ist kein Park. Hier, der Hasenbau. Das war für die Kinder eigentlich, ne? Konnte man da pennen? Oh, jetzt muss ich hier, ich versuch's mal am Hasenbau. Weiß nicht mehr, da wird es ja wohl eine Parkbank gegeben haben. Und dann gucken wir mal, ob die Mädels da ein bisschen Schlaf finden. Wir haben zwar ein bisschen Geld, aber ich weiß nicht, ob das... Och, come on, echt jetzt? Könnt ihr hier drauf pennen? Nö. Oh, warte, oh, hier, Fräulein. Hier, komm mal hier. Hier kann ich hin machen. Versuchen wir es hier nochmal. Nickerchen. Ihr seid todmüde, ihr zwei. Oh, jetzt kommen die Kinder. Die wecken uns doch wieder auf. Versuchen wir hier mal unser Glück. Ob die beiden Damen hier mal liegen bleiben. So ein bisschen, ich weiß. Nickerchen geht nicht allzu lange, aber dass sie jetzt permanent hier dauernd wieder aufwachen, das ist es auch nicht, ne? Aber hier scheinen sie jetzt liegen zu bleiben. Okay, das ist super. Oh, warte mal. Wächst hier? Schlaft hier weiter. Bewässern. Könnten wir eigentlich machen, ne? Wenn die aufwachen? Na ja, mal gucken. Jetzt lassen wir sie erstmal ein bisschen schlafen. Ich finde das nach wie vor super schade. Ja, dass man hier nur als Kind spielen kann. Das wäre... Für Paris wäre das genau das Richtige eigentlich. Aber nun gut. So, ich spule euch mal ein bisschen vor, nicht? Sag mal, Kinder, es ist 3 Uhr in der Nacht. Ich wollte es mal sagen. Müsst ihr nicht mal pennen? Habt ihr keine Eltern, die auf euch aufpassen? Oh, oh, oh. Nein, 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 nein. Ja, du bist verspannt. Kann ich jetzt aber auch mitleben. Ihr müsst noch mal weiter Nickerchen machen hier. Los, Niki, schmeiß dich hin. Ihr müsst es mir übrigens verzeihen, wenn ich permanent die Namen von beiden durcheinander bringen werde. Das ja, ist mir immer passiert mit den beiden. Und vermutlich wird das auch weiterhin passieren. So, Energie wird schon mal grün. Okay, jetzt, oh, jetzt kriegen wir gleich hier Hygiene- und Hungerproblem. Schlecht. Ganz schlecht. Schlaft nur ein bisschen, bitte. Zack, das ist die erste wieder wach und die zweite ist auch wieder wach. Ja, mach noch ein bisschen Sport. Finde ich super. So, warte mal, hier haben wir Toilette benutzen, das kannst du mal machen. Das ist die Herrentoilette, ne? Könnt ihr hier irgendwo hier duschen oder so? Was war das hier? Poolschauplatz. Ein Poolschauplatz besuchen. Da gibt es doch bestimmt duschen, oder? Oder sie hüpfen halt in den Pool. Wo seid ihr? Hier. So, warte mal. Du kannst auch noch mal aufs Klo. Dann gucken wir mal bei dem Poolschauplatz. Ihr braucht mal irgendwie eine Dusche, ne? Dann brauchen wir was zu essen. Das kann ich leider nicht dingsen, ernten. Aber nun gut. Ihr habt die ganze Nacht durchgespielt, ihr drei. Kann das sein? So, wartet mal. Lasst uns mal hier den Poolschauplatz suchen, ja. Also, zur Not können wir ihnen ja auch schon was zu essen kaufen. Aber eigentlich, will ich ein bisschen sparen. Und so. So, ihr zwei. Sehr gut, da seid ihr. Was haben wir denn hier? Ich mach mal ganz kurz Pause. Ich muss erst mal hier gucken. So, warte mal hier. Da. Ah, sehr gut. Sehr gut. So, dann. Schnell duschen kannst du machen. Und du?
Und du? Auch schnell duschen. Okay. Dann geht ihr beide mal duschen. Ich hoffe, ihr kommt hier überhaupt hin irgendwie, ne? Wo seid denn ihr gerade? Da. Ja, renn mal los. Rennt mal alle los. Jetzt ist sie hier im Wasser, wieso? Wo ist Niki? Okay, Niki hat schnell geduscht anscheinend. Ach ja, naja dann, okay. Jetzt macht er mal hier nicht ganz so schnell. Ach so ist das hier, ihr beiden. Wollt ihr euren Spaß haben, oder wie? Na dann. Dann spritzt mal ein bisschen hier mit Wasser. Da flippt doch schon wieder einer aus. Ist hier wer berühmt? Oh, da ist wer Berühmtes. Da ist wer Berühmtes. Nein, nein, nein. Nicht weggehen. Ja, feier dich ruhig selber. Feier dich ruhig selber. Brittany Cho. Okay. Paris, Paris, komm schnell her. Die Brittany Cho ist hier. Feiert mich, feiert mich. Ich bin voll der Megastar. OMG, die denken alle wahrscheinlich, Gott, dass du ein Anaklatsche Mädchen. Hier, ihr beiden. Kommt ihr da mal raus? Der Megastar kommt ins Wasser. ich fürchte, im Wasser werde ich kein Autogramm von dem Megastar bekommen hier. Genau, Brittany, raus aus dem Wasser. Oh, Niki, kommst du da mal raus? Oh, Herrschaft, beide noch im Moi. Oh ja, hier. Paris mit ihrem dicken Hintern gleich mit auf dem Paparazzi-Bild. Ich habe all deine Filme gesehen. Ich habe zwar keine Ahnung, wie du heißt, aber ich finde dich voll toll. Achso, sie ist ja noch beschäftigt. Ja, komm mal da raus jetzt, ja. Wohohohoho. Hat sie schon eins? Thorn? Nee. Nee, sie hat noch keins. Du sollst nicht mit Diego plaudern, du sollst hier ein Autogramm. Angie! Komm, Paris, dein Einsatz. Hol dir mal ein Autogramm von der Frau. Ich habe auch mal deine Filme gesehen. Du bist die beste, größte, tollste, schönste. Gib mir mal ein Autogramm. Ja, sie gibt dir ein Autogramm. Das ist sehr schön. Lass deine Schwester bitte auch noch mal ran. Wir könnten hier noch mal. Ja, so. Ja, erstmal schön umarmen. Jawohl. Ich habe dich bei den Golden Globes gesehen. Versuchen vorzustellen. Ja, das klappt, glaube ich, nicht. Ne? Oh, jetzt will die ihr. Moment. Warte mal, von ihr haben wir jetzt. Genau. Aber sie. Oh, Niki. Du brauchst auch noch ein Autogramm. Komm. Wir betteln die jetzt so lange an. Ne? Gib der Frau bitte ein Autogramm. Bitte. Ja, sie ist hier schwer beschäftigt mit allen. Ne? Aber guck mal, Niki will unbedingt ein Autogramm. Ja. Sehr gut. Und Niki ist auch hier mit auf dem Foto drauf. Sehr, sehr schön. So, dann wollen wir das mal schätzen lassen. Und das lassen wir auch schätzen. Wie die alle ausflippen hier. Wegen so ein paar Stars. Ja, da ist sie gleich in Ohnmacht gefallen. Sie hat auch die ganze Nacht vor dem Poolhaus hier auf sie gewartet, ne? Da ist sie gleich ins Koma gefallen jetzt. So, Paris, wo machst du eigentlich rum? Da hinten. Was hast denn du hier vor mit Maike plaudern? Ich weiß gar nicht, wer Maike ist. Ja, du kannst mal in den Pool springen. Eine Arschbombe. Und Niki, du hast auch nichts mehr zu tun, außer Fotos machen? Okay. Okay, Objekt wird verwendet. So, jetzt kannst du auch bitte kommen. Rückwärtssalto, ole ole. Dann habt ihr hier noch ein bisschen Spaß, ne? Und ich habe jetzt immer noch keine Ahnung, wo ich für euch Essen herkriege. Aber hey. Und die Energie ist jetzt auch dann allmählich wieder im Keller. Okay, gibt es hier irgendwie ein... Irgendwas? Snackautomat oder so? Nee.
Weil Mixen üben will ich jetzt eigentlich nicht mit euch hier. Irgendein Automaten? Irgendwo? Irgendwas? Eine Kleinigkeit? Nein? Und wenn ja, warum nicht? Man weiß es nicht. Ach, das ist ja doof, ey. Haben wir da oben auf dem Dach noch irgendwas? Oh! Oh, oh, oh. Ach nee, das ist nur Deko. Ach, shit. Das ist nur Deko. Getränk will ich nicht. Spülmaschine. Ich will die Kuchen. Ey, aber hier könnten wir cool pennen, oder? Wollt ihr euch gerade nochmal? Ja, du bist nämlich auch schon ganz kaputt, ne? Aber leider gibt es hier irgendwie keinen Snack. Oder ich sehe es nicht. Aber anscheinend nicht. Das ist doof. Wo seid ihr denn jetzt hier bitte alle? Wo sind denn alle hin? Sie ist noch da unten. Okay, sie will kein Nickerchen. Okay, das dann nicht. Und du, kommst du da nicht hoch? Oder wo ist dein Problem jetzt gerade? Unten schwimmen. Nee, nee, hör mal auf. Hör mal auf, Kind. Ich wollte eigentlich, dass du mal... Kommst du nicht hier hoch? Doch, kommst du doch. Komm mal hierher. Was ist das hier? Neues Outfit. Ach so. Schade, auch kein Snackautomat. Die wollen einfach nicht. Auch ich hasse euch. Ich hasse euch. Echt jetzt mal. Ja, dann springt halt weiter da unten rum. Warte mal. 300. Alter, 600. Das ist echt gestiegen, ne? Wow. Dann verkaufen wir den Thorn. Ich glaube, das ist wirklich gestiegen. Geil. So, und bei dir hatten wir 600, 300. Ja, warte. Ja, möchte ich. Verkauf das. Geil. Sind wir schon über 1000. Wir sind schon über 1000, ihr Lieben. Wisst ihr, was wir machen? Wir gehen jetzt gerade noch mal nach Oasis in den Park. Vielleicht finde ich da noch was zu essen. Und dann können wir jetzt schon Jobs annehmen. Geil. Das ging schnell. Also die Autogramme lohnen sich richtig. Und ich glaube, das ist wirklich teurer geworden da, ne? Nice. So, ja, natürlich ist jetzt keiner hier und keiner hat was gekocht. Das ist natürlich schade. Das ist natürlich sehr schade. Aber wir haben ein bisschen Geld. Wollen wir mal nicht hingehen. Grillen. Wir könnten mal was. Würstchen und wir machen mal Würstchen. Die sind am billigsten. Wolltest du sowieso gerade tun, ne? Ah ja, Paris, nun komm. Och nee, aber doch nicht beide. Also wisst ihr, man kann ja mal die Kohle zum Fenster rausschmeißen. Hier, echt? Schön. Haben drei Leute denselben Gedanken gehabt. Paris, Nikki und ich. Toll. Toll, toll, toll. Sieht aus, als würden die beiden hier so einen Wettbewerb veranstalten. Ja, jetzt isst aber auch alles auf, liebe Leute. Das kann ich doch nirgendwo gescheit lagern. Ja, hier, Fräuleinchen, genau. Du isst was? Was ist mit dir? Veggie-Burger. Na dann, genau, setz dich mal zu deiner Schwester und zieht euch nur nichts an. Klamotten sind völlig überbewertet, ich weiß. Oh, lieber Gott, die Gesichter, ne? Bei dir? Okay. Doch jetzt. Gejammer. Jammer hier. Okay, wollt ihr mal hier ein bisschen Kontakt hier knüpfen gerade? Wer auch immer du bist, wer bist du? Maki Fujita. Ich bin so müde, ich kann kaum die Hand heben. Ja, oh wei. Kannst du wenigstens noch aufessen? Das ist eingepackt, ne? Ich glaube, hier kannst du pennen, ne? Komm mal her. Hier. Versuch mal dein Glück da, bitte.
Du bist auch müde, ne? Schaffst du es noch? Ja. Die packen jetzt ihre Burger ein hier, die zwei. Die wollen und können nicht mehr. Ja, hier dudelt natürlich jetzt die Musik. Die kann ich auch nicht ausmachen anscheinend. Naja. Vielleicht sind die beiden ja. Nö, sind sie nicht. Ich wollte gerade sagen, so komatös, dass die Musik ihnen egal ist. Na komm, versuch dein Glück. Die Musik stört doch nicht. Oh, jetzt geht das hier wieder los. Ich gebe noch nicht auf, ihr Lieben. Ich gebe noch nicht auf. Leute, ey. Wie wär's denn hier? Ach nee, hier könnt ihr ja nicht. Ach, come on, ey, echt jetzt. Macht's mir doch nicht so schwer mit dem Schlafen. Hier wäre eine Bank. Kannst du hier im Nickerchen machen? Aber davon hat Paris. Achso, ne, Paris könnte sich hier vielleicht mal hinlegen. Also mit dem Schlafen ist es aber jetzt hier echt ein bisschen schwierig, ne? Ich glaube, wir gehen sonst gleich aufs Grundstück. Ach je, ey. Wir gucken mal, ob wir gleich auf das Grundstück gehen. Dann kaufen wir irgendwas schon mal. Und dann besorgen wir den beiden auch Jobs. Dass das hier mal losgeht. Aber jetzt sind sie sowieso gerade so übermüdet. Jo, Niki, jetzt hast du schon wieder Hunger. Die Burger stehen hier rum, ey. Ihr seid echt die Besten. Können wir die denn einpacken? Im Inventar platzieren? Nein, gib mir mal die Burger. So, wie sieht's aus? So, jetzt ist ja schon mal nicht mehr ganz rot. Packt mal hier eure Burger ein, ihr beiden. Und dann gehen wir aufs Grundstück. So, okay. Das bringt ja hier nichts. Die beiden können ja nirgendwo gescheit schlafen. Schlafen. Dann gehen wir doch mal hier zurück und gucken mal, was wir bauen können. Vielleicht einfach schon mal, also im Moment scheint das mit den Betten das größte Problem zu sein. Alter, ihr habt ein riesen Grundstück hier. Ein riesen Grundstück und keine Kohle. Na, warte mal, hier ist der Briefkasten, aber das ist ja eigentlich egal. Ich würde sagen, wir. Kommen die hier an? Ne, wir bauen hier, oder? Ach, ist ja völlig wurscht, wo wir bauen. Das bleibt ja wahrscheinlich eh nicht so. So, warten Sie. Jetzt müssen wir das mal hier gucken. Betten. Das ist, glaube ich, ein Kinderbett, oder? Unbequem für Erwachsene, ja. Ist klar. Gordisches Gemach. Stressgemildert Unwohl, Unwohl, stressgemildert Luftkissen, Einzelbett, 315, Energie 4. Puh. Das ist aber eigentlich ganz schön teuer. Ihr seid Schwestern, pennt ihr auch in einem Doppelbett? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es gar nicht, aber es wäre jetzt billiger, ne? Doppelfuton für 290 anstatt zwei einzelne hier. Ich weiß nicht, ob die beiden zusammen pennen. Ich stelle ihm mal das Bett hier hin. So. Wollen wir es mal probieren? Aber sie sind Schwestern, also ich meine. Wird ja wohl möglich sein. Sich zusammen in ein Bett legen. Okay. Oh, sehr gut. Sehr gut. Was? Ja, schräger Humor. Nee, geht leider nicht im Moment. Das geht leider nicht im Moment. Die beiden müssen jetzt erstmal schlafen. So, und dann hätte ich gerne, es gibt doch diese Dings. Jetzt störe ich die beiden beim Schlafen, ne? Warte mal, es gab da so eine Kühlbox. Tragbare Kühlbox, eiskalt. War das die? 145.
Und dein Essen kalt und gut geschützt. Ich glaube, die nehmen wir noch. In einem freundlichen Grün. Okay. Oh nein, sie schlafen weiter. Die Damen schlafen weiter, die kriegen hier gar nichts mit. So, dann nehmen wir nämlich jetzt mal die Veggie-Burger hier raus. Geht das nicht? Kann ich die da nicht reinpacken? Hä? Kann ich die nicht da reinpacken? Oh, come on, echt jetzt? Ist das die falsche Kühlbox oder geht das mit der Kühlbox nicht? Uno momento. Uno momento, s'il vous plaît. Das kann jetzt nicht sein. Kühlbox. Das war jetzt die eiskalte, ne? Was ist mit der? Labormaterialien. Ach, mal Labormaterialien. Kühlschrank, Kühlschrank, Kühlschrank. Kühlbox eiskalt. Das war die hier, ne? Kühlbox und verschiedene Dings. Hier ist noch eine mega coole. 290. Ja, ist natürlich teurer. Gib mir mal den weg. Das war ja noch Verlust, ne? Mann. So, das kann ich jetzt leider nicht ändern, denn ich weiß es gerade nicht. Aber ich denke, muss man doch da reinpacken. Ich kann das Essen nicht da reinlegen. Was für ein Scheiß. Wozu brauche ich denn dann die Kühlbox? Ja dann, sorry. Habe ich jetzt Verluste gemacht? Dann muss ich die jetzt verkaufen. Toll. Toll, toll, toll. Warte. Kühlschrank in Kühlschränke. Was kostet denn der günstigste? Oh, so kann man die Cola aus dem Fenster werfen, ey. Echt, Leute. Wie ja doof gelaufen hier, den Schwarzen. Gott, ist der schäbig. Gott, ist der schäbig hier. Eieiei. Kann ich jetzt bitte die Scheiß... Ich verstehe es nicht. Wieso kann ich... Hä? Das ist dein Kühlschrank. Da stehen Burger. Ah, jetzt. Jetzt? Oh mein Gott, jetzt ist drin. So, warte. Na, komm, jetzt stelle ich ihn so blöd an. Jetzt machen wir da rein. Ist drin? Ist drin. Oh mein Gott. Okay, ihr Lieben, wir haben einen Kühlschrank, wir haben ein Bett und wir haben eine schlafende Paris und eine schlafende Nikki. Das ist sehr schön. Dann werde ich nämlich jetzt die Folge beenden. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen hoch und bis dahin, eure Trin.